Flugfotografie ist es ganz wichtig, dass ich mit dem Pilot zusammen arbeiten kann. Ich arbeite mit Licht und Schatten. Ich suche die Höhe, ich suche den Winkel und dann kommt die Dreidimensionalität vor, wo nachher dann die Bilder so zu wirken kommen. Ich habe etwas ganz, ganz Spannendes gesehen für Airphoto Painting. Eine Kiesgrube, die ich anfliege. Ich will eine Trilogie einfliegen. Aber ich denke, wir nehmen es spontan, wir gehen darüber rein. Und dann bin ich froh, wenn du mich kannst aus verschiedenen Richtungen anfliegen und wir suchen dann wieder die Höhe. Ich bin die Flugfotografie erlernen und habe in der Kürze in diesen drei ersten Flügen habe ich entdeckt, dass unsere Welt von oben ab wie gemalt aussieht. Das ist eines meiner Lieblingsbilder. Das hat am Morgen geregnet. Da sind wir zum Mittag geflogen über die Kiesgrube. Und dann hat es nachher die Verwäschungen vom Kies, von Dreck, von Schlamm. Und so ist das Bild entstanden. Was ganz speziell ist, ist die Trilogie. Also drei Sequenzen in meinem Hirn malen das, wie wenn ich einen Pinsel in der Hand hätte. Und meine Kamera ist der Pinsel. Jedes Bild ist ein Unikat, das gibt es einmal, das sind einfach vier verschiedene Grössen, weil ich liebe es grossflächig zu malen, zu schaffen, zu denken. Es ist genuin nachvollziehbar, es ist genau so, wie es ist. Die Farben sind effektiv so, wie ich sie sehe. Und das ist das Resultat, weil das Licht stimmt, die Farben stimmen. Das ist gar nicht Photoshop. Rein nicht.